Hallo, heute mal Rapid Prototyping für CAD-Legastheniker oder so. Ne? Also Leute, die eigentlich solche 3D-Konstruktionen gar nicht können. Ne? Was könnt ihr denn? Ne? Seit dem Kindergarten könnt ihr mit Fingerfarben. Und ich zeige heute, wie ihr zum Beispiel mal euren Namen schreiben könnt in 3D. Und zwar nicht mit den in OpenSCAD bereits vorhandenen Funktionen. Da gibt es nämlich auch die Möglichkeit, Text zu schreiben, sondern wir schreiben zunächst mal unseren Namen mit GIMP. Ja. Und wir, Achtung, zunächst einmal mit der Farbe Schwarz, ja, mit der HTML-Notifikation 000000. Datei neu, 640x400. Standardeinstellungen. Ich benutze hier einen Touchscreen, damit ihr seht, dass ich hier tatsächlich rumtouche. Gut, ich gehe jetzt auf den Pinsel, ne, den Pinsel in Schwarz. So, jetzt haben wir jetzt, seht ihr mich, Hallihallo. Wir schreiben jetzt mal, ja, apropos Hallihallo, ne, sehr gerne gehört, Hallo, ne? Und das wollen wir doch bitteschön mal in 3D haben jetzt. Und zwar genauso, wie ich es hier so gemalt habe. Freihand, ne? Freihand. Geht das, ne? Also wer jetzt das jetzt in 3D konstruieren wollte, ne? Als 3D-Objekt, das eine Tiefe hat, der hätte wahrscheinlich Probleme. Es sei denn, er guckt dieses Video, dann hat er kein Problem. Daher glaubt er nicht, glaubt er doch, exportieren als. Wichtig, es muss eine PNG-Datei sein. PNG. Und ich speichere die mal in meinen obersten Ordner, umbenannt PNG, denn da habe ich meine ersten Experimente schon gemacht. Und ich habe schon ein fix und fertiges Skript. Und das fix und fertige Skript, das ist so kurz, dass ich das gar nicht extra mitgeben muss. Also GIMP schließe ich jetzt nicht, ich minimiere es nur. So, weil wir gleich noch mal was ändern wollen. Was jetzt? Jetzt kommt OpenSCAD und Grafik OpenSCAD. Ja. Hatte ich im letzten Video gezeigt. Damit kann man zum Beispiel einen 3D-Drucker dazu bringen, 3D-Objekte zu drucken oder ähnliches. So, ich habe hier dieses Miniskript gemacht, ImageSCAD, ja, und die können wir mal öffnen. Und das macht die schon beim Starten, ne? Also die besteht nur aus ganz wenig Text, da brauche ich da gar nicht viel mitgeben. Schon beim Starten holt sich die aus der umbenannt PNG meine Geschreibsel raus, ja, ist doch nett. Das ganze Skript besteht nur aus diesen Zeilen. Was tun diese Zeilen? Ich schreibe das jetzt mal so kurz wie möglich hier hin. Wir haben die Datei umbenannt PNG gerade gemalt, ne? Mit Finger. Mit Finger. Und wir sagen, das ist eine Oberfläche. Ne? Und diese Oberfläche, Klammer auf, da hinten mit Klammer zu und das Semikolon, nicht vergessen, hatten wir im letzten Video. Datei und invertieren ist wahr. Dann, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal Grau genommen als Farbe und ein Skalierungsfaktor in X, Y und Z Richtung ist gleich 1. Ja, was ist hier los? Was passiert da gerade? Der holt sich aus dieser, ne, aus dieser Grafik die Farben raus und je nach Farbe macht er etwas höher oder tiefer. Das Weiß zum Beispiel ist ganz unten. Das Schwarz ist höher. Ne? Und er macht dann 640x480 entsprechend groß ein 3D-Objekt. Jetzt ist das ziemlich groß, deshalb zuckt das hier ziemlich langsam, obwohl mein Rechner gar nicht mal so langsam ist. Aber ihr seht, ja, es ist dieser 3D-Text, den ich gerade gemacht habe. Jetzt muss ich mal abwarten, weil wenn ich ein bisschen mit der Maus schiebe, dann macht er ja schon ganz viele Schritte nach vorne, nach hinten. Ja, gut, also das ganze Skript besteht nur aus diesen tatsächlichen 3 Zeilchen da. Gut, sehr schön. Also, wir gucken mal von oben drauf. Da sehen wir tatsächlich unser Hallihallo. Ja, und das ist jetzt quasi wie
aus dem Boden gestampft. Ne? Das hat eine Höhe bekommen, aufgrund der Tatsache, dass das Schwarz eine andere Farbe ist als das Weiß. Und das hat er dann gesehen und interpretiert. Jetzt schwenke ich das mal. Man sieht, das hat eine tatsächliche dreidimensionale Höhe bekommen. Und das geht auch mit unterschiedlichsten Farben, ich würde eher sagen Graustufen. Ich muss jetzt, wie gesagt, hier immer so ein bisschen warten, weil unser Bild ist eigentlich ein bisschen zu groß geraten. Der braucht dafür immer ewig. Deshalb GIMP auflassen, Datei neu. Jetzt machen wir mal nur, damit das hier im Video schneller geht, 100x100 Pixel. Okay. Und dann Steuerungstaste, Mausrollrad nach vorne, damit das hier schneller geht. Ihr könntet zum Beispiel nicht nur in Schwarz zeichnen, sondern auch in anderen Farben. Jetzt mache ich mal die Größe des Pinsels, halb so groß, sagen wir mal 10. Wir machen mal immer noch das Haar, wie Hallihallo, in Schwarz. Der Code für das Schwarz ist 0. Jetzt wollen wir einen Grauton haben. Ich würde sagen, ihr nehmt einen Grauton, der nachvollziehbar ist. Zum Beispiel 4, 4, 4, also 6 mal die 4. Das ist eine größere Zahl als die 0, ist klar. Das hat aber die Konsequenz, dass, wenn ich hier mit dem Grauton etwas male, das nicht so hoch dargestellt wird, ne? Also tiefer. Jetzt machen wir mal das A. Ja, das wird tiefer sein. Und jetzt machen wir mal noch eins tiefer. Sagen wir mal eine Zahl, die recht groß ist. Ich habe hier vorhin schon mal, das kann man hier frei eintragen, 8 mal die 8 genommen. Ja. Das ist ein anderer Grauton. Der ist größer von der Zahl her. Ja, ich male jetzt mal extra die 8 hier hin. Und weil das eine größere Zahl ist, wird das hier ziemlich weit unten am Boden sein, das schon höher und das am höchsten. Und weil es jetzt nur 100 mal 100 Pixel sind, exportieren als, wieder als unbenannt PNG, ne, das ist unser altes Bild, exportieren, ersetzen, dann wird dieses S-Cut, wenn ich es einfach mal wieder auf Play mache, sich jetzt dieses neue aktualisierte Bild holen. Und wir sehen, das hat funktioniert. Ja? Die 8 ist unten, ne? Weil die Zahl, ja, der Grauton hat einen höheren Zahlenwert. Und weil hier invertieren gleich true steht, wird aus der hohen Zahl ein niedriger Berg. Ja? Gut, jetzt kommt der Prophet zum Berg. Also das kann ich jetzt mal an die Seite tun. Können wir uns auch wieder von oben anschauen. Und von allen möglichen Seiten. Jetzt zoome ich mich mal richtig nah ran, damit man hier auch mal kennt, was da so passiert. Also das ist noch eine ganz faszinierende Geschichte. Hier sieht man, hat er aus meiner Handschrift etwas gemacht. Und das ist dann quasi Rapid Prototyping. Ne? Also wenn ich ganz schnell mal was brauche, nicht unbedingt eine Schrift, es kann sein, ihr für die Modelleisenbahn, ne? Ihr braucht so eine Berglandschaft. Da kann man sich das ganz schnell mal generieren mit verschiedenen Grautönen oder irgendeine, ja, Grafik oder so. Ne? Also das muss ja auch nicht Color Gray sein. Das habe ich hier nur genommen, weil es schön aussieht. Kann auch Blue sein. Blue. Nochmal F5 oder Play. So, wir können das Ganze natürlich auch rendern, wie beim letzten Video gezeigt. F6. Und nachdem das gerendert ist, kann man das als SDL-Datei exportieren. Und in einen 3D-Drucker zum Beispiel geben. Ne? Der würde das hier genauso drucken. Ne? Das könnten auch zum Beispiel die Geburtstagskerzen sein oder so, die ihr vielleicht mal ausdrucken wollt. Ne? Und falls das nicht 100x100 mm sein soll, könnt ihr natürlich hier das im Nachhinein noch verzerren. Das hier ist die X-Richtung, das hier ist die Y-Richtung, das ist die Z-Richtung. Scale heißt skalieren. Wenn es in X-Richtung doppelt so groß sein soll, dann Play und dann ist das Hallihallo so ein bisschen größer in der Richtung, ja? Klar. So, wenn es denn in beiden Richtungen größer sein soll, in der Höhe aber so bleiben soll,
dann macht man das so, dann ist es immer noch so, aber die Höhe ist insgesamt nicht mehr so aufdringlich hoch, ja. Man kann das natürlich auch anders machen, man lässt es in x und in der y-Richtung gleich und macht es in der Höhe ein Zehntel groß, 0,1. Wobei die Engländer, Amerikaner schreiben Punkt, ne, und dann Play und dann hat man eine schöne Oberfläche, ne, mit dem, was man da gekritzelt hat, kann man sich frei skalieren. Gut, wie gesagt, ich brauche das Skript gar nicht großartig weitergeben. Ihr könnt diese paar Zeilen schnell mal abtippen. Es holt sich also aus der Datei, umbenannt PNG, ja, eine Oberfläche, ne, interpretiert die Graustufen als Höhenquoten und im Wertbereich True heißt, das sieht schöner aus. Ich zeige hier mal, was False macht. False ist ganz schön verkehrt. Ne? Dann ist es in der Tiefe gezogen. Ne? Das ist eingestanden. Kann ja auch mal, ne, wenn ihr eure Hausnummer in 3D ausdrucken wollt. Ne? Meinetwegen in Yellow. Und ich wollte mal gucken, wie das so aussieht. Dann könnt ihr das machen. Ne? Ihr habt vielleicht eine Fräsmaschine oder so. Kann aber auch sein, ihr wollt den Grand Canyon nachbauen oder so. True. Für die Modelleisenbahn. Dann machen wir mal Folgendes. Dann lassen wir mal, machen wir das mal absichtlich größer. Und dann kriegen wir hier den Turmbau zu Babel. Ja? Also über die Graustufen kriegt ihr ganz schnell raus, was das sein soll. Ne? Durch das Aufmalen könnte man zum Beispiel auch einen, ja, einen T-Träger hier mal schnell simulieren, um seinem Chef zu zeigen, das habe ich vor. Und über die Graustufen, ne, können wir jetzt jederzeit alles steuern. Steuern Z. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir mal, wir bauen einen Stecker. Ja. HTML-Notifikation 0 ist der höchste Punkt. Wir fangen mal unten an. Sagen wir mal, ich nehme jetzt mal eine große Zahl. Was habe ich denn hier schon mal vorgespielt? CCCCCCC ist nicht der Chaos Computer Club, sondern eine große Zahl, bestehend aus vielen 12er hexadezimaler Schreibweise. Und das ist ziemlich nah am Boden. Ne? Das sieht man auch, dass das ziemlich blass aussieht. Gut, wir machen uns dann mal wieder, mache ich mal mit den Fingern am besten, ein paar Füße für eine Stütze. So, das ist am Boden. Jetzt will ich Stützknaggen machen, ne? Also das sind meine Plattformen, ne? Quasi wie die Landefüße an einem Raumschiff. Jetzt will ich ein bisschen höher, ne? Zum Beispiel die 888 ist eine größere Zahl. Wo hatte ich die noch? Habe ich die nicht irgendwo da? Ja, ist eine, eher gesagt, eine kleinere Zahl. Und weil die kleinere Zahl ist, erscheint die hinterher größer. Also, dass wir in die Mondstützenlandefähren stützknaggen. So, und was stützen die denn? Ja, die stützen dann vielleicht einen Ring, der hat vielleicht die 44444. Wächst der immer vom Boden aus. Ne? So, das ist jetzt quasi die Plattform, die gestützt werden soll. Male ich hier jetzt frei mit der Hand. Und oben auf der Plattform gibt es meinetwegen dann auch noch eine Spitze und der höchste Punkt ist dann die 00000, das Schwarze. Dann machen wir mal einen Punkt hin. Ne? Das ist unsere Turmspitze. So. Also, das Hellste ist unten. Dann wird es so ein bisschen grauer schon. Das sind die Knaggen. Und dann kommt eine Plattform und dann ist oben eine Spitze rausguckend quasi. Datei exportieren nach umbenannt PNG. Haben wir ja gerade schon mal gemacht. Und jetzt, da ich das alles offen gelassen habe, holt er sich beim nächsten Mal Play drücken das schon raus. So. Sehen wir, ob das funktioniert hat. Also meine Mondrakete sieht so ein bisschen spassig aus, aber ihr versteht das Prinzip. Ne? Unten waren die Füße und dann die Knaggen, die das Ganze stützen. Und oben
hat's dann, das sieht so ein bisschen aus wie eine Sahnespritze und nicht so wie so ein Mondlandefähre, aber egal. Gut, ne? Ja, also das kann natürlich auch der Grand Canyon sein für Arme. Jetzt können wir natürlich wieder mit dem Skalierungsfaktor spielen. Faktor 1 machen wir mal wieder. Dann sieht das schon eher nach nichts aus. Ne? So kann man schnell mal was designen. Höhe nochmal um die Hälfte reduzieren, 0,5. Play. Und dann sieht das so aus zum Beispiel. Ne? Das sehe dann so aus. So könnt ihr schnell aus irgendeinem Bild, kann auch ein vorhandenes sein, aber möglichst klein bitte, sonst dauert das ewig, das darzustellen. Ein 3D-Objekt erstellen. Gray finde ich gut. Und tschüss. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.